bin der Christian Brandstätter, bin 29 Jahre alt, komme aus Altenhof und habe hier im Campus Wels den Studiengang Entwicklungsingenieur Maschinenbau studiert. Ich habe mich mit der platzoptimierten Ablage von Tetrominus, also geometrisch variierten Bauteilen, beschäftigt und das möglichst, dass ich keine zeitlichen und plötzlichen Ressourcen verschwende. Verwendet wird dies zum Beispiel bei meinem Thema, bei Plasmanitrieanlagen für Firma Rübig, dass man Bauteile auf Chargenplatten ablegen kann und die dann den Prozess zuführt. Ich habe die Berufsreifeprüfung am WiFi absolviert und habe mir dann Tag der offenen Tür die FH Wels angeschaut und habe mich dann eben für meinen Studiengang Maschinenbau entschieden. Dass es sehr vielseitig ist, dass man viel von der Technik sieht, viel Einblicke erhält und dass man sich nachher schön, also viel in der Berufswelt aussuchen kann. Draußen der Hof des Seidelstandl. Wenn man schwere Prüfungen, für die man lang gelernt hat, hinter sich hat und gut abgeschlossen hat. Mathematik und anschließend die Mechanik. Ich arbeite bereits beim Foran und dort arbeite ich als Techniker und als Assistent der Geschäftsführung. Nicht für die Schule, sondern fürs Leben lernen.